liebe Leute, und herzlich willkommen bei einem neuen Spotlight. Und heute sind wir so richtig auf die Ente gekommen und auf die Maus. Denn heute geht es neben den ganzen News zu allen Funko-Produkten und bestimmten Toys ganz, ganz doll um Enten und Mäuse. Ihr könnt euch das sicherlich schon vorstellen anhand der Dinge, die hier neben mir stehen. Es geht heute um Donald und Mickey Maus. Das Ganze wird nicht ganz so umfangreich wie die anderen Videos, denn ich habe gar nicht so wahnsinnig viel da von Mickey und Donald, aber ich möchte euch das trotzdem alles zeigen. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit den News aus dem Hause Funko. Den Anfang macht Jurassic Park. Da habe ich euch den Hammond mit dem Tor schon gezeigt, aber es gibt auch noch den Clever Girl-Kollegen, den Jäger, der da von einem Raptor angegriffen wird. Die ersten Leute haben schon gemeckert, dass die Waffe nicht dabei ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die nicht vielleicht hinter dem Holzstock noch liegt. Und ansonsten, ja, mein Gott, der Urwald ist auch nicht komplett mit dabei und der zweite Raptor ist auch nicht mit dabei. Also irgendwo müssen die ja auch mal, ne, ihr wisst Bescheid. Also ich finde den trotzdem super. Ist eine tolle Idee, diese Szene umzusetzen. Jetzt wünsche ich mir noch hier irgendwie diese, na, wenn Ellie da steht und der Arm von Samuel L. Jackson so plumps. Ich weiß nicht, ob sie das auch umsetzen werden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Jurassic Park Fans werden ihre helle Freude daran haben, hoffe ich. Ja, und dementsprechend weitergemacht mit Stranger Things. Da geht ja jetzt bald die vierte Staffel los und Netflix hat so arge Probleme, dass sie die vierte Staffel in zwei Hälften aufteilen, damit die Leute möglichst lange das Abonnement behalten. Ja, aber das interessiert uns erstmal gar nicht. Wir wollen ja die Pops dazu sehen, die seht ihr hier. Es sind wie immer alle mit dabei. Unsere Lieblingscharaktere wie Lucas und Dustin und Mike und ich weiß gar nicht, wie sie alle noch heißen. Jetzt hätte ich fast South Park Charaktere genannt. Cartman und Stan und so. Ja. Und nicht schlecht eigentlich, ne? Gibt es da ein Crossover schon von? Bestimmt. Ihr seht sie, aber sie sind alle wunderschön. Ja. Dazu gibt es auch noch ein paar Exclusives. Die werden dann hier auch irgendwo rauskommen. Geht mal davon aus, dass ihr die alle irgendwo bekommen könnt. Da müsst ihr euch keine Rippe rausschneiden. Warum sage ich sowas? Keine Ahnung. Siehst du, das ist dann verliere ich den Faden. Erzähl irgendeinen Quatsch. Einfach um einen guten Spruch zu bringen und versau das Ding total. Sehr gut. Die 8-Bit kommen auch alle zurück. Diesmal als 4-Pack bei Target Exclusive. Ja, 8-Bit, wer das braucht. Also, die sind ja witzig irgendwie, ne? Aber weiß ich nicht. Ich weiß es nicht genau. Ja, die sind halt uralt und Funko hat wahrscheinlich noch Tausende davon. Deswegen haben sie gesagt, komm, wir ballern da nochmal ein 4-Pack raus. Das merkt keiner. Ja, deswegen kommt da nochmal ein 4-Pack. Mystery Minis kommen da auch. Das dürften auch reguläre Mystery-Minis sein, gehe ich mal stark von aus. Da kommen einige Charaktere. Die sehen auch ganz süß aus. Also der Demogorgon gefällt mir persönlich relativ gut. Ja. Und natürlich gibt es auch Pocket-Pop-Keychains dazu mit den wichtigsten Charakteren. Irgendwie, was mich an diesen Stranger-Things-Sachen so ein bisschen stört, ist, dass das alles halt einfach nur Menschen sind. Ja? Irgendwie die Menge an Kreaturen, die es da so gibt, ist immer relativ gering. Gut, das liegt jetzt auch an der Art der Serie. Da sind zwar Kreaturen drin, aber, ne, und vielleicht zeigen sie manche Sachen auch erst, wenn die Serie dann veröffentlicht ist. Da gibt es dann meistens noch eine zweite Wave mit anderen Figuren, aber irgendwie, naja. Gut, dann begeben wir uns in das Haus Disney. Noch nicht Mäuse, noch nicht Enten, aber Löwen. Und zwar gibt es einen wunderbaren neuen Scar aus der Disney Villains Reihe. Das ist ein Specialty Series, Pop Specialty Series. Das bedeutet im Normalfall, dass der eigentlich für so kleinere Comic-Shops gedacht ist. Kommt aber trotzdem überall raus. Also, das ist halt ein Konzept, das scheinbar nicht so gut funktioniert. Der sieht aber fantastisch aus. Also, ich finde, das ist ein wunderbar gelungener Scar. Das ist krass, dass er dann auch noch die Keule von dem Zebra dabei hat. Wahnsinn. Der sieht aber echt toll aus. Also, gefällt mir sehr, sehr gut. Zu des Kaisers neue Kleider. Wie hieß das dann? Königreich für ein Lama. Genau, das ist das alte Märchen, des Kaisers neue Kleider. Das wurde als Königreich für ein Lama als Film gemacht. Da kommt ein Videokassettencover raus. Sind das Videokassettencover oder Movie-Poster? Ich weiß gar nicht, wie Funko das bezeichnet. Auf jeden Fall ist das Amazon-Exclusive und ihr seht hier den Hauptcharakter, der als Lama vorne drauf ist. Und ja, wer's braucht, ist ja auch ein cooler Film eigentlich gewesen. Ne? Und dementsprechend, ja. Jetzt nicht mehr so der ganz
ganz, ganz dolle Disney-Klassiker. Na, da gab es andere, die so ein bisschen. Na, aber ich glaube, der Film hat auch eine gute Fangemeinde. Es ist zu früh am Morgen, Leute. Ich bin noch nicht bereit für so ein Video. Aber gut, wir machen jetzt einfach mal weiter mit Hängematten-Stitch und Lilo. Ja, siehst du, das wäre jetzt auch was für mich. Einfach mal so ein bisschen in der Hängematte abhocken. Na, vielleicht noch ein bisschen mit der Klampfe spielen. Ich kann keine Gitarre spielen. Also nur so. Also ich kann keine Akkorde. Ich kann nur so nachklimpern. Na, wenn ich irgendwas höre. Ich habe auch keine Gitarre. Ich hätte gerne mal wieder eine Gitarre. Es interessiert euch gar nicht. Ihr wollt die Pops sehen. Ich weiß, aber ja, so Gedankengänge. Ihr wisst Bescheid. Sieht super aus. Finde ich toll mit den beiden Palmen und so. Und das ist wirklich ein meisterliches Ding schon wieder. Also die Stitch-Pops, die werden immer geiler. Da gibt es so viele gute. Finde ich Hammer. So, dann ist jetzt hier Star Wars Celebration. Ihr wisst Bescheid. Celebration von Star Wars. Ja, und da kommen auch natürlich massenhaft Pops raus. Und erstmal kommen die hier alle raus und ihr denkt so, kennen wir die nicht alle schon? Also, die sind anders als die, die wir schon hatten, aber irgendwie auch nicht. Also, gefühlt sind das schon wieder genau die gleichen. Das Einzige, was ich dazu sagen muss, ist, es ist endlich mal ein Stormtrooper mit dabei, der die normalen Augen hat. Bisher hatten die Stormtrooper alle immer so runde Augen und es gab keinen Standard-Stormtrooper von Funko mit diesen neuen, also mit den vernünftigen Helmen. Das ist jetzt das erste Mal, dass es den gab. Es gab den in anderen Farben, in Glitzer und dies und das, aber nicht in der normalen Form. Von daher ist das für Leute, die Stormtrooper haben wollen, endlich mal was Feines. Ja. Ansonsten sind das halt die Standards. Ne? Das ganze Ding gibt es dann auch nochmal als Fünferpack. Da hast du dann so eine lange Plattform unten drunter. Wer es braucht? Also, ja, weiß ich nicht. Dann kannst du dir Grogu in Glitzer-Diamond-Dingens-Bummens holen. Ja. Lando im Millennium Falcon interessiert? Hm? Weiß ich. Irgendwie, es zündet diesmal nicht, oder? Vielleicht liegt es nur an mir. Zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Denn jetzt kommt natürlich der Diecast Darth Vader. Und der ist dann, weil es so schön ist, auch noch in einer Chrom-Variante als Chase mit dabei. Ja. Ja, kann man machen. Diese Diecast-Dinger, die sind ja relativ cool. Die kommen auch recht gut an. Ja. Sind sehr, sehr beliebt. Dementsprechend. Ja, die sind auch, wären auch teuer. Also, das ist halt etwas, was dann auch im Preis ein bisschen steigt. Also, wenn ihr euch die holt, dann habt ihr zumindest etwas, was nicht weniger wert werden wird in den nächsten Jahren. Aber mal stark von aus. Zumindest in den nächsten Monaten nicht. Der Preis steigt eher. Es sind auch immer in so relativ begrenzten Stückzahlen vorhanden. Aber man muss dazu sagen, dass die ersten Dinger jetzt schon wieder restockt wurden. Das heißt, na, man weiß es nicht. Es kann sein, dass die wieder restockt werden und dann kriegt ihr doch noch welche. Aber so viel nur am Rande dazu. Die Möwen sind schon wieder am Start. Dann kommt ein 18 Zoll Boba Fett. Das ist mal ein Brecher. Das Ding ist so groß. Die großen, sind es auch Bobbleheads? Falls ja, ist das echt eine, das ist ja eine Katastrophe. So ein Riesenkopf, das hält. Nicht, dass der irgendwie nach kurzer Zeit so ne, den sterbenden Schwan macht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe mich da noch nicht mit auseinandergesetzt, ob die großen auch Bobbleheads sind. Genauso wie die Diecast, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Muss ich mir mal genauer angucken. Ich habe die ja nicht, von daher weiß ich das nicht. Na, ihr seht da mal zum Vergleich einen normalen Boba Fett mit daneben. Na, der ist dann erheblich kleiner. Na, die ist nicht im Maßstab. Das Foto hier ist kleiner. Es sei denn, ihr habt einen riesen Bildschirm, dann vielleicht, ja. ja, Soda-Cans kommen auch. Soda-Cans ist, Soda-Cans, was soll ich sagen? Na, Boba Fett kommt da raus und Luke aus Tatooine. Obwohl auch nicht ganz, ne? Hat er da ein rotes Lichtschwert, der Tatooine-Luke? Oder was ist das? Was ist da los? Völlig egal. Wir haben 18 Zoll Darth Vader. Das Ding ist natürlich geil. Vor allem, weil der wieder so eine coole Plattform hat mit diesem. Ne? Ihr seht das, die Plattform, die ist cool. Der Pop ist auch ziemlich cool. Bei so einem großen Pop erwarte ich eigentlich, dass der dann, auch wenn du vorbeiläufst, dass der dir einen erzählt. Von wegen Luke, der Imperator wird dir die dunkle Seite der Macht zeigen. Irgendwie sowas. Aber wird wohl nicht der Fall sein. Ne? Ja, dann gibt es neue Concept Arts Pops. Das ist halt wieder basierend auf frühen Grafiken. Ich glaube, in diesem Falle von Ralph McQuarrie. Vielleicht liege ich da auch komplett falsch mit dem Namen, aber ich meine, der hat damals so wunderbare Zeichnungen gemacht, basierend so ein bisschen hier den C3PO auf der Metropolis-Sache. Ne? Und der Vader hat dann noch so ein bisschen so geschwungene Teile dran gehabt. Das war alles so frühe Concept-Art, so frühe Zeichnung. Und das sah dann so aus und die kommen dann halt auch raus. Es dürfte einmal ein Tupac sein und einmal dann der Vader. Der war der. Der Vader, Vader, Vader war der. Jo, wunderbar. Star Wars, da machst du nichts falsch. Das wird sicherlich viele, viele Fans haben, wie immer. Deswegen gibt es auch wieder was von Loungefly. Und zwar einen X-Wing-Rucksack mit einem R2-D2, den man sogar scheinbar in diesen Rucksack reinsetzen kann. Oder? Sieht doch so aus, oder? Keine Ahnung, vielleicht täuscht das auch. Aber das wäre natürlich geil.
ja, es ist lustig, aber irgendwo auch, weiß ich nicht. Also, ich weiß, es gibt eine riesengroße Fangemeinde für die Loungefly-Sachen. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, dass diese normalen Rucksäcke sind, wo so kleine Stitches drauf sind oder so. Oder Mickey-Mäuse. Wunderbar, das passt garantiert. Das tragen die Leute sehr, sehr gerne. Aber irgendwie finde ich, ja, diese Loungefly-Sachen sind zu wenig maskulin in manchen Fällen. Also, ich finde den witzig, aber ich würde damit nicht rumlaufen. Ist das dann für kleinere Kinder gedacht? Aber ist es dafür nicht ein bisschen zu teuer? Na, und weiß ich nicht. Ansonsten, ja, ich sehe da eher so Teenage-Girls, die das tragen. Also das jetzt vielleicht nicht, aber halt diese anderen Sachen, die ich vorhin erwähnte, mit Stitch und Co. Natürlich kann jeder tragen, was er will. Keine Frage, macht das, wie er das wollt. Aber es sieht komisch aus, wenn so ein Kerl wie ich mit so einem Rucksack rumläuft. Ich meine, nicht, dass ich mich das nicht trauen würde. Ich kenne da wenig Gnade. Na, aber ich glaube, das wird vielen so gehen, dass die da jetzt nicht so begeistert von sind. Ich weiß es nicht. Man soll ja nicht in Schubladen denken. Also von daher, dann macht das, wie ihr das wollt. Darth Maul kommt auch. Ja, der ist auch ziemlich cool. Das ist auch wieder hier so ein Teil von dieser mehrstöckigen Geschichte. Na, hier kamen mehrere raus. Und da gab es natürlich schon so ein Darth Sidious. Und dann kommt jetzt der Maul. Und dann kommen dann noch zwei, drei andere. Das soll ja immer so ein Dioramen-Building sein, was Funko da jetzt neuerdings macht. Keine Ahnung. Na, Hauptsache eine coole Plattform unterm Fuß. Ja, dann kommt noch eine Padme raus. Padme, Amazon Exclusive. Padme Amidala. Ja, wer es braucht. Ist jetzt auch nichts so weltbewegend Besonderes, oder? Keine Ahnung. Ja, und dann kommt etwas, das bestätigt im Prinzip meine Befürchtung und Vermutung. Wobei ich gedacht hatte, dass sie das in Dosenform machen. Es kommt eine Soda 3 Liter raus. Das ist echt kein Witz. Ja, das wird dann so ungefähr 6 Zoll groß sein, das Ding. Und auch da ist natürlich ein Chase mit dabei. Und die Flasche sieht ein bisschen komisch aus. Also gut, so sehen die 3-Liter-Flaschen in den USA aus, aber ich denke mir so ein bisschen, ich denke an Chemielabor, wenn ich diese Flasche sehe, auch von der Farbgebung her. Die wird dann nach unten aufgehen. Also ihr rechnet nicht damit, dass ihr die Figur oben aus dem Flaschenhals oben rauskriegt. Das wird nicht funktionieren. Die wird unten aufgehen. Nur, dass ihr das wisst, ja. Das sieht man auch schon so ein bisschen. Also das ist so ein bisschen angedeutet. Ja, ich dachte, es gibt große Dosen, so Unzendosen, 730 Milliliter sind das, glaube ich. Aber Funko ist noch einen Schritt weiter gegangen und macht einfach die 3-Liter-Flasche. Das Ding ist wirklich dann so groß. Ja. Ich finde, das ist eine geniale Idee. Es ist die Zukunft, das war zu erwarten. Ich habe es doch gesagt. Habe ich es euch nicht gesagt? Ich glaube, ich habe sogar in irgendeinem Video gesagt, wenn es mal soweit ist, dann denkt an dieses eine Video hier, weil da habe ich es euch schon gesagt. Siehste. Aber gut, das war auch ein educated guess, also das hätte jeder erraten können. Egal. Wir machen weiter mit Moon Knight. Moon Knight. Ich muss aber an Moon Cake denken, weil ich gerade Final Space schon wieder gucke, die neue Staffel. Aber Moon Knight. Auch ein schönes Crossover. Moon Knight Space. Nein, Moon Cake. Moon Knight Cake. Jetzt kriege ich Hunger auf Kuchen. Verdammt. Wir haben auf jeden Fall zwei ziemlich coole Pops. Das eine ist ein großer Pop, das andere ist ein normal großer Pop. Ich habe die Serie noch nicht gesehen, deswegen kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Sehen super aus, Target Exclusive, keine Ahnung. Und es kommt die erste Ankündigung für die San Diego Comic Con. Wow. So eine geflügelte hier. Prrrt. Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr die Serie gesehen habt, dann wisst ihr eh, wer das ist. Ich weiß das nicht. Ich habe das nicht gesehen. Ich werde es mir aber noch angucken. Irgendwann. Ja, ich habe auch immer noch nicht Winter Soldier und Loki geschaut. Dafür Hawkeye und WandaVision. Ja. So. Ja, dann kommt hier, ach Gott, wer ist er denn hier eigentlich? Ich weiß, es ist Elektra, ne? Elektra als Daredevil. Ja, als Comic-Cover. Super, schöner Pop auf jeden Fall. Ist schon was Besonderes, kann man machen. Ja, wer da Platz für hat, ne? Genauso wie für den Kollegen hier, den wollte ich euch eigentlich letztes Mal schon zeigen. Der war schon letztes Mal auf der Liste, aber der Bild war irgendwie nicht mit dabei. Deswegen, ne, da kommt nämlich noch ein Groot raus, auch von so einem Comic-Cover-Ding. Sieht auch super aus. Ja, kann man auch auf jeden Fall auch machen. So, dann kommt aus diesem, von dieser Diorama-Geschichte von der Crew von Guardians of the Galaxy, kommt dann hier auf jeden Fall noch die Gamora. Na, warum ist eigentlich Gamora, ey? Was ist mit der? Ja, dann haben wir sie fast komplett. Also es fehlen dann nicht mehr so viele, 2 Stück noch. Dann ist die komplette Crew zusammen. Ja, ganz super. Rocket fehlt auf jeden Fall noch. Der fehlt noch. Und Groot. Rocket und Groot, die sind noch nicht dabei. Alle anderen haben wir jetzt schon. Ja, finde ich auch super. Ja, dann kommt eine Harley Quinn raus, wo ich erst so dachte, hä, Alexa Bliss? Nein. die hat auf jeden Fall so einen WWE-Gürtel mit dabei. Keine Ahnung, was das soll. Ich weiß nicht. Wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Es ist auch nicht so wichtig. 40 Jahre PX Previews. Das ist dann auch wieder so ein Special-Ding für irgendwelche Comic-Shops. Aber ja, werdet ihr auf jeden Fall rankommen, wenn ihr den haben wollt.
Sieht witzig aus, obwohl ich finde, die Zöpfe könnten ein bisschen länger sein bei diesem großen Bollerkopf. Aber gut, das ist wieder nur persönliche Präferenz. Dann kommt ein Zorro Pop. Zorro, basierend ein Stück weit auf der Serie von damals. Da gab es mal eine Fernsehserie, war schwarz-weiß. Da kommt halt ein Pop raus. Das basiert jetzt, glaube ich, nicht auf dem aktuelleren Film. Aktueller, mit Antonio Banderas, auch schon 30 Jahre her wahrscheinlich. Ja, oder 20, keine Ahnung, ist auf jeden Fall nicht ganz so frisch. Sieht super aus, für Zorro-Fans eine coole Sache. Finde ich gut, dass sowas dann auch mal kommt. Gefällt mir. Ja. Ja, dann sind wir durch mit den News aus dem Hause Funko und jetzt kommen noch so ein paar News, die ich interessant fand. Deswegen machen wir einfach direkt mal weiter mit den Toy News. Und zwar kommt da etwas raus, was so ein bisschen aussieht wie Masters of the Universe, aber nicht Masters of the Universe ist. Ich glaube, euch die auch schon mal gezeigt zu haben, aber jetzt gibt es neue Grafiken und die Figuren wurden ein bisschen redesigned und jetzt sieht das alles nochmal ganz anders aus und viel schöner und wunderbar und toll. Ja, und zwar sind das Legends of... Ich kann es nicht lesen, es ist zu klein und ich habe es mir nicht gemerkt. Es tut mir leid, ich weiß, ja, manchmal bin ich blöd. Aber die sehen halt so aus. Ihr seht sofort, das sind Masters of the Universe-Figuren, von der Art her, ne? Ganz, ganz klar. Ich glaube, die sollten damals schon auf den Markt kommen, irgendwie in den 80ern oder so. Und da hieß es dann aber von Mattel, nee, wir haben dann Markenrecht drauf auf diese Figuren, ja, auf diese Form. Und das gab, glaube ich, irgendwie auch einen Rechtsstreit oder so. Und am Ende hieß es, nee, ihr könnt so muskulöse Typen nicht als Marke vermarkten, weil das als Marken 3D-Marke, weil, dann, ne? Ich glaube, die WWE hatte auch die Finger mit zwischen gehabt und gesagt, nee, das geht nicht. Deswegen sind die damals irgendwie nicht rausgekommen, jetzt sollen sie rauskommen. Vielleicht ist das aber auch alles Bullshit, was ich euch gerade erzähle. Das ist halt, manchmal hat man so Dinge in Erinnerung, wie sie dann gewesen sein sollten. Und nun kommen die Figuren aber auf den Markt und sie sehen cool aus. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch die eine oder andere davon zeigen kann. Die sind ein bisschen kostspieliger, die Dinger. Witzig aussehen tun sie, aber ja, muss man mal schauen. So, dann zum ersten Donald dieser Folge. Und zwar schaut euch das Ding mal an. Das ist auch fantastisch. Und hier habe ich kaum Informationen bekommen. Ich weiß nicht, wie groß die sind. Ich weiß nicht, wie die genau funktionieren. Ich weiß, das sind so ein bisschen robotermäßige. Also die sollen so ein bisschen einen Roboter darstellen. Ja, deswegen haben die auch so viele Dinger. Aber die haben halt auch ohne Ende Gelenke. Ne? Schaut euch das mal an, was ihr da theoretisch alles bewegen könnt. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob die überhaupt beweglich sind. Ich sage ja, ich habe das Bild gesehen. Es gibt auch noch eine Mickey Mouse und Stitch. Habe ich jetzt nicht die Bilder vorbereitet. Aber ich habe das gesehen und dachte, wow, wie geil ist das denn? Und jetzt bin ich aber total unsicher, ob das eine Statue ist oder ob das eine vollbewegliche Figur ist. Es sieht natürlich so aus, als wenn sie vollbeweglich ist, ne, weil da überall so Gelenke dran sind, aber das ist eben diese Roboteroptik. Dementsprechend werden wir das dann noch sehen. Ne, finde ich auf jeden Fall ultra faszinierend. Ich weiß nicht, was die kosten, ich weiß nicht, wie groß sie sind. Ja, super gut vorbereitet, der Mike, ne? Wie immer. Aber das war halt wirklich, da kamen diese Bilder und da stand auch nichts weiter mit dazu. Das war der Witz, ja? Da war halt nur dieses Bild und dann stand da so, kommt bald von der und der Firma. Und das war's. Ja, und ich fand die einfach nur so faszinierend, dass ich das den Donald hier zumindest mit in die Show haben packen wollte. Aber ja, jetzt hier groß, ist ja auch egal, wir machen weiter. Und zwar mit Optimus Prime, der kommt nämlich von Lego. Der kostet dann so um die $170 und kommt jetzt bald schon raus, irgendwie in ein, zwei Monaten kommt er auf den Markt. Und wir haben lange Zeit auf Bilder gewartet und jetzt gibt es die ersten Bilder. Ja, ein paar Sticker sind wieder mit dabei. Finde ich schade. Man hätte das auch ohne Sticker machen können, weil gerade weil der halt sich auch transformieren kann, wäre das schön, wenn man da keine Aufkleber gehabt hätte. Ich bin generell kein Freund von Aufklebern. Ich meine, wir leben in Zeiten, wo es halt ohne Probleme möglich wäre, das alles mit Druck zu erledigen. Ja. Du brauchst ja nur eine Platte machen, wo du das Ding draufdruckst. Das ist immer von Lego. Das ist immer diese billige, weiß ich nicht, keine Ahnung. So, hey, das ist einfach billiger mit Stickern. Ja, gut, aber ihr verlangt 170 Euro für das Ding. Ja, da wäre es vielleicht auch mal nett, wenn ihr da eben keine Sticker drauf macht, sondern einfach mal professionell arbeitet. Egal, das Ding sieht auf jeden Fall fantastisch aus. Er kann sich transformieren, der Kollege. Also, ich habe Bock drauf. Ich weiß allerdings nicht, ob ich mir den holen werde. Das ist nämlich schon eine Hausnummer. $170 oder Euro. Das habe ich nicht übrig. Leider, so ist das. Ja, dann kommt ein Legacy Transformer raus und zwar ist das Cyclonus, wenn ich nicht irre. Cyclonus. Ja, aus dem Film damals, beziehungsweise kam der im Film schon vor? Doch, natürlich, ja. Er wurde im Film von Unicron, da wurden ja die ganzen alten Transformers umgewandelt und aus Megatron wurde Galvatron und dann kam es halt auch Cyclonus. Mochte ich immer super gerne. Erstmal, weil der lila ist. Ich liebe lila, ist eine tolle Farbe und ich fand diese neuen Transformers total toll. Also Galvatron fand ich toll, Cyclonus fand ich toll, Scourge fand ich toll. Also die fand ich alle super.
Deswegen finde ich diesen Transformer absolut überragend. Ja, das wäre auch einer von meiner Sammlung tatsächlich. Also ich habe ja durchaus eine ganze Menge Transformers. Und das sind immer so meine Lieblingstransformers. Und den habe ich zum Beispiel noch nicht. Also da fehlt mir noch jede Variante davon. Das ist jetzt, glaube ich, aus der Legacy-Reihe. Ne? Der ist auf jeden Fall ziemlich cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, und ganz zum Schluss habe ich noch eine weitere Hasbro-News. Und zwar aus der Vintage Collection. Aus dem Spiel Force Unleashed kommt der Stormtrooper Commander. Und der sieht auch wieder super aus auf Karte. Ich finde, diese Karten sind halt immer so schön gestaltet. Das ist halt wieder so ein Ding, na, wenn ihr den kauft. Packt ihr den aus oder lasst ihr den auf Karte? Ich denke bei sowas immer, ja, eigentlich muss der auf Karte bleiben. Finde ich, ist eine ziemlich coole Figur. Und Trooper kann man ja nie genug haben, ne? Ja, und das war's jetzt mit den News. Jetzt kann ich so ein bisschen in die Mitte rutschen. Denn jetzt möchte ich euch noch so ein paar Sachen aus dem Hause Disney zeigen. Na, und ich habe da ein paar schöne Sachen vorbereitet. Also dranbleiben. So, wenn ich jetzt anfange zu singen, dann habt ihr alle einen Ohrwurm. Soll ich das machen? Ich mach das. Das ist kein Singen, warte mal. Life is like a hurricane here in Duckburg. Race cars, lasers, aeroplanes, it's a duck blur. War das so vom Text? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ihr hört, es war der englische Text. Ich habe das damals mit dem englischen Text gelernt. Vor allen Dingen fand ich das immer doof im deutschen Text, weil er sagt, Pluto und Goofy, alle sind bei dir und die kommen in der Show gar nicht vor. Das ist irgendwie falsche Werbeversprechen. Aber ich habe das immer geliebt. Ich liebte auch den Film sehr. Der Film war auch toll. Jäger des verlorenen Schatzes, oder nee, wie hieß der nicht? Jäger des verlorenen Schatzes war Indiana Jones, aber der hatte so einen ähnlichen Titel. Und ich bin ein riesengroßer Fan, vor allem, weil ich auch Dagobert sehr, sehr liebe. Dagobert mag ich persönlich tatsächlich noch lieber als Donald. Ist einfach mein Held. Ja? Ich hätte gern so viel Geld wie der. Onkel Dagobert und Tick, Trick und Track, DuckTales als Brickheads. Finde ich mega geil. Finde ich mega, mega geil. Na, und ja, ihr wisst ja, Brickheads, da habe ich eine durchaus ansehnliche Sammlung. Und auch die kommen jetzt noch mit dazu. Ich werde sie mal auspacken. Ja, und dann baue ich die mal eben schnell zusammen. Ja, das mache ich jetzt mal eben so in der Mittagspause und dann. Dann zeige ich sie euch gleich, okay? Onkel Dagobert, sehr schön gemacht, finde ich persönlich richtig super. Viel besser hätte man die Umsetzung als Brickheads nicht machen können. Der rote ist Huey, der blaue ist Dewey und der grüne ist Louie. Tick, Trick und Track. Ja, auch die sehen echt super aus. Was soll ich sagen? Die DuckTales werden sich direkt einreihen in meine Brickheads-Sammlung, die ich euch einfach mal jetzt kurz zeigen werde. Die Disney Brickheads Sammlung. Das sind nicht so wahnsinnig viele, von daher wird es relativ schnell gehen. Donald ist natürlich einer meiner Lieblinge. Eingefleischte Fans wissen das. Ich finde den super als Brickhead. Sieht er auch toll aus. Ja, Pluto und Goofy kamen damals im Doppelpack deswegen zusammen auf dem Drehteller. Ja, und was soll ich sagen? Die zwei sind einfach fantastisch geworden. Super knuffig. Gefällt mir sehr. Ha, jetzt wird ein Schuh draus. Pluto und Goofy, alle sind bei dir. Haha, hat das DuckTales-Lied doch recht. Zumindest bei mir in der Sammlung. Ja, meine Brickheads. Der Staub wie immer, inklusive. Die zwei habe ich auch noch. Die stammen aus dem Disney Infinity-Spiel auf der Wii oder Wii U. Und die finde ich auch ziemlich cool. Die wurden teilweise irgendwann echt verramscht, ja. Konnte man von Abel und Ei kriegen. Und das sind halt einfach zwei meiner absoluten Lieblingsfiguren. Dementsprechend musste ich die haben. Zeige ich euch auch noch mal kurz aus der Nähe. Ja, man sieht gleich Mickey und Donald. Möge sich nicht besonders gern. Die verschränkten Arme zeugen doch von einer tiefen Rivalität. Und ich finde das super, dass gerade die zwei zusammen eben diese wunderbare Optik ergeben. Die Phantasia Mickey Maus hat es mir sowieso super angetan. Ja, Mickey Maus. Wusstet ihr, dass Mickey Maus im Jahre 1928 am 18. November, ja, Premiere feierte mit Steamboat Willie, dem Zeichentrickfilm? Ja, und rechnet mal. Tatsächlich ist das so, dass laut dem amerikanischen Copyright-Gesetz eine Figur nach, ich glaube, 75 Jahren in die Public Domain rutscht. Deswegen sind so Charaktere wie Cthulhu und King Kong in der Public Domain. Zum Beispiel. Könnt ihr frei benutzen, ohne dass da irgendeiner was zu sagen kann. Bei Mickey Maus verhält es sich anders, denn
Disney hat so viel Macht, dass sie eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht haben, dass dieses Copyright nicht erlischt. Zumindest nicht innerhalb der 75 Jahre. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob nach 100 Jahren was passiert. Ja, das wäre dann ja in ein paar Jahren soweit, ob die dann die Verlängerung nochmal bekommen. Aber das ist auf jeden Fall eine super interessante Sache, dass Disney so viel Macht hat, dass die das sogenannte, ich glaube, das heißt irgendwie Sonny Bono Law. Warum das so heißt, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Interessantes, dass deswegen die Mickey Mouse noch nicht in die Public Domain gerutscht ist. Finde ich super spannend, sowas, ne? Kannst du mal sehen, was so ein Konzern für Macht hat. Ja, 1940 kam Fantasia raus, dieser wunderbare Zeichentrickfilm, in dem das Beste einfach diese Mickey Maus ist. Ja, das hier sind jetzt Mystery Minis von Funko. Ich habe auch noch den Dagobert. Auch die zeige ich euch einmal ganz kurz aus der Nähe. Zwei der besten Charaktere, die das Haus Disney jemals erschaffen hat. Donald Duck und die Sorcerer Mickey. Ich bin begeistert. Die Minis waren natürlich schon Produkte von Funko, aber ich habe noch mehr Produkte aus dem Hause Funko. Es gibt noch eine weitere Fantasia Mickey Maus, die sieht aber dieser hier ziemlich ähnlich und die steht irgendwie im Regal untergebuttert, da komme ich gerade nicht ran. Dementsprechend lassen wir die mal, wo sie ist. Ja, es reicht ja diese hier stellvertretend. Ja. Ein wunderschönes Ding. Das Ding ist richtig toll. Hier habe ich auch gar keine Verpackung zu denen. Habe ich mal so bekommen, ja. Und ich bin mega begeistert. Das ist wirklich, wirklich ein Meisterwerk, ne? Mit dieser Welle dahinter. Na klar, jetzt könnte man hier noch so ein, hätte man hier jetzt vielleicht noch so ein Besen machen können oder so ein Eimerchen. Aber das Ding ist wirklich meisterlich, ne? Schaut euch das an. Das ist wirklich, wirklich eine tolle Geschichte. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Diese Mickey Maus steht auch immer hinten hier. Aber da oben im Regal. Könnt ihr also nahezu immer sehen in den Videos, es sei denn, meine Bollerbirne ist davor. Das lässt sich manchmal nicht verhindern. Ja, aber das ist auf jeden Fall was Tolles. Finde ich mega geil. Ich feiere den total. Also das Ding ist einer meiner Lieblingspops tatsächlich. Lieblingspops of all times. Ja. Ja, diese wunderbare, wunderbare Mickey Maus. Schaut sie euch an. Ganz toll. Ganz, ganz tolles Teil. Ja, also das Ding halte ich auch absolut in Ehren. Ja, hat immer einen Stammplatz da oben im Regal. Wird da auch gleich wieder hinkommen. Richtig geil. Viele von euch wissen es vielleicht gar nicht. Ich bin ein riesengroßer Phantomias-Fan. Ja, Phantomias. Im Prinzip ein Charakter, der meines Erachtens nach primär für die europäischen Comics entwickelt wurde. Also ich glaube, in den USA gibt es diesen Charakter in der Form gar nicht so. Da haben sie dann sowas wie Darkwing Duck gemacht. Ja, Phantomias ist eben Donald in seiner geheimen Identität als Phantomias. Und das hier ist eine Figur, die habe ich damals in Bensheim gekauft, als wir da auf einer Börse waren, in Bensheim, im Kino. Ihr kennt vielleicht dieses wunderbare Kino in Bensheim mit dieser wunderbaren Museumsgeschichte, ne, wo alles steht, was man sich vorstellen kann. Und da gab es halt ein, ja, ich will mal sagen, so eine Börse, so eine Spielzeugbörse. Und da habe ich mich total in diesen hier rein verliebt und musste den unbedingt haben. Ja, das Ding ist total geil. Muss ich euch auch mal kurz aus der Nähe zeigen. Ja, dieser Phantomias ist wohl das liebste Stück aus meiner Donald-Sammlung. Ja, die ist jetzt ja nicht so groß, aber ich finde den super, super toll. Und tatsächlich weiß ich noch nicht mal, welcher Hersteller das ist. Ja, aber es ist eine tolle Figur. Tatsächlich habe ich auch noch das Phantomias-Spiel für den Gamecube da. Ja, ich habe noch nicht mal den Gamecube mehr aufgebaut, aber das Spiel habe ich tatsächlich in der Nähe rumliegen. Warum? Ich weiß es nicht, weil ich einfach großer Phantomias-Fan bin und ich finde, allein schon dieses Cover ist wieder eine wunderbare Sache, ja, passend zu der Figur. Also, ich mag diesen Charakter einfach, finde ich einfach mega geil. Und ja, das Spiel war okay. Es ist kein Meisterwerk, das muss man wirklich so sagen. Also, es war okay, es ist ein Spiel, das Fans sicherlich sehr viel Spaß macht. Die Grafik war auch relativ witzig. Ja, das war dann so ein bisschen 3D-mäßig gemacht. So, es war okay. Es war wirklich, ich als Fan hatte natürlich Hoffnung, dass das ein gigantisches Meisterwerk wird. Ähnlich wie das DuckTales-Spiel zum Beispiel, das ich auch sehr, sehr liebe. Das habe ich mir am PC mal irgendwann nachgeholt. Ja, da gab es dann wieder eine Remastered-Version von DuckTales. Die habe ich mir natürlich sofort geholt. Ne? Ebenso wie die Mickey-Maus-Spiele, Castle of Illusion. Sowas habe ich natürlich auch da. Ja, aber das hier war halt auf dem GameCube damals. Ja, heutzutage sieht das natürlich ein bisschen altbacken aus, das Ganze, ist klar, aber fand ich schon cool. Was ich immer witzig fand, ist, dass der GameCube so kleine CDs hatte. Müsst ihr euch mal reinziehen, diese Mini-CDs und da war das ganze Spiel drauf. Ja, werde zum Phantomias. Super stark, super Ente, super Held.
So sieht's aus. Mega geil. Ja, und wer Phantomias kennt, kennt natürlich auch die lustigen Taschenbücher von Disney. Ja, keine Frage. Das ist etwas, was auf dem europäischen oder beziehungsweise auf dem deutschen Markt halt mit Sicherheit auch einzigartig ist. Das läuft seit Hunderten von Jahren. Damals hat alles angefangen mit dem Columbus-Falter. Und damals waren diese Geschichten auch nicht komplett in Farbe. Es gab immer irgendwie so 5-6 Seiten in Farbe und dann gab es wieder 10 Seiten, die in Schwarz-Weiß waren. Das war damals so am Anfang. Ja, und inzwischen gibt es da Sonderbände zu, so wie diese hier. Das sind die Spezialsonderbände, ne, mit irgendwelchen lustigen Rittergeschichten. Immer mit Mickey und Goofy und natürlich halt auch mit Donald. Das lustige Taschenbuch. Seit ewig im Zeitschriftenhandel nicht wegzudenken. Und ich habe auf Flohmärkten inzwischen wieder angefangen, immer mal welche mitzunehmen, wenn ich solche Special Editions bekomme. Ja, die lese ich mir dann einmal durch und dann ist auch gut. Aber das ist wieder etwas, wo ich sehr viel Freude dran habe inzwischen. Von daher immer nur warm ans Herz gelegt. Falls ihr Kinder habt, die erfreuen sich auch unheimlich an sowas. Ja, und dann muss das mal ein lustiges Taschenbuch sein. Ja, wenn ihr mit denen in Urlaub fahrt oder so, dann könnt ihr mal das Handy weglegen und können sich mal so ein lustiges Taschenbuch reinziehen. Ich glaube, das macht den Kids auch Spaß und für die Erwachsenen sowieso Kult. Ja. Lustiges Taschenbuch. Ja, in diesen Special Editions immer gerne gesehen. Und die normalen auch. Ach, was rede ich? Lustiges Taschenbuch. Holt sie euch. Ja, früher waren die auch so, da hatten die dann hier, ich glaube, das ist teilweise jetzt noch so, immer so fortlaufende Bilder. Das heißt, wenn ihr die dann im Regal stehen hattet, dann hattet ihr am Ende so ein richtig langes Bild mit verschiedenen Figuren. Und wenn euch eins fehlt, was auch nicht selten vorkam, dann ist das Bild nicht komplett. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Aber gut, so viel zur Maus. Ich habe aber zum Abschluss noch ein What the Fake für euch. Wir schauen uns natürlich einen Disney-Pop an, und zwar Pumba. Ja, Pumba. Pumba hat zwei wirklich deutliche Fake-Merkmale. Ich habe euch die beiden Bilder hier mal nebeneinander gestellt und ihr könnt das vielleicht sogar schon sofort sehen. Das eine erkennt ihr sofort. Wenn ihr die Packung habt, dann seht ihr anhand des total verschobenen weißen Randes, seht ihr den Rand. Das Ding ist total schief und krumm. Das ist ein ganz, ganz sicheres Zeichen für einen Fake. Ja, wenn das so aussieht auf der Box, dann ist das ein Fake. Funko macht sowas nicht. Also klar kann das mal so ein ganz bisschen verschoben sein, das kann durchaus mal passieren. Ja, der Druck ist nicht immer hundertprozentig perfekt, aber meistens werden die Boxen dann aussortiert und dann kommt das nicht auf den Markt. Ja, und wenn das so extrem verschoben ist, dann ist das ein ganz, ganz eindeutiges Zeichen. Ja. Das ist sowieso ganz, ganz oft ein verräterisches Zeichen für ein Fake. Diese verschobenen Ränder. Könnt ihr euch immer merken, verschobener Rand, lieber die Finger weg. Ja. Bei Pumba gibt es aber noch einen anderen Punkt, wo ihr das auch anhand der Figur sehr, sehr gut sehen könnt. Das heißt, wenn ihr einen Pumba habt, dann schaut ihm mal in die Nasenlöcher. Denn das ist auch ein Dead Giveaway, denn die Nasenlöcher haben normalerweise zwei Farben. Da ist oben was Dunkles und unten ist, glaube ich, noch was Helles oder umgekehrt. Ich habe die Bilder jetzt noch nicht mal vor Augen. Ich habe das einmal so gemerkt. Ja. Das heißt, die Nasenlöcher haben zwei verschiedene Farben drin. Wenn die Nasenlöcher von eurem Pumba nur eine Farbe haben, dann habt ihr einen Fake-Pumba. Tut mir leid. Dementsprechend Augen auf beim Funko-Kauf. Dann kann euch sowas nicht passieren. Und ja, innerhalb dieser Show werde ich jetzt, habe ich ja schon ein paar Mal jetzt gemacht, immer wieder auf Fakes eingehen und euch bestimmte Merkmale erklären, damit ihr das dann auch wisst. Vielleicht schneide ich das irgendwann sogar mal alles zusammen. Dann haben wir mal eine große Show, wo ich nur über diese Fakes rede. Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Momentan immer ein Fake pro Show. Ja, und in diesem Falle der Pumba. Also, wisst ihr jetzt Bescheid, dass ihr keinen Fake-Pumba kauft? Ne? Ansonsten gelten natürlich dieselben Merkmale wie sonst auch. Ne? Also nicht nur der weiße Rand, sondern halt auch das Pop-Logo. Guckt euch das genau an, weicht das irgendwie davon ab? Sind die Schriftarten exakt? Ja, das kann man immer sehr, sehr schnell vergleichen, wenn die Schriftart nicht zusammenpasst. Die Warning-Hinweise unten drunter. Was für Sticker sind da drauf? Teilweise ist es schon so, wenn ihr zum Beispiel diesen kleinen Sticker mit dem Alter vorne drauf habt, auf der Box, wo so ein Sticker draufklebt oder unten auf der Unterseite ist so ein dicker Flatschen drauf von wegen so und so weiter, hier plus 13 etc., irgendwelche Altersfreigaben, dann sind das normalerweise Originale. Ja. Wenn das nicht da ist, dann sind das nicht automatisch Fakes, aber das sind immer so Merkmale, wenn ihr das seht, dann könnt ihr das schon so ein bisschen abschätzen. Also ich denke, so ein bisschen Sensibilisierung in diesem Thema ist nicht ganz unwichtig. Ja, und dementsprechend, das war's dann jetzt von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an dieser kleinen Show, ein bisschen anders. Die versprochene Masters-Show kommt noch, keine Sorge, ich brauche da ein bisschen länger Zeit für. Ja, das war jetzt erstmal wichtiger. So, ja.
und ging auch schneller. Das konnte ich mal eben so schnell nebenbei machen. Ja. Also die Master Show kommt, keine Panik. Ja, auch mit schönen News, aber jetzt waren schon wieder so viele Pop- und Toy-News mit dabei, dass ich das nicht aufschieben konnte und das sollte nicht in die Mastershow rein. Ihr versteht das hoffentlich. Okay, ja, dann war's das von mir an dieser Stelle. Abo, Daumen, Kommentare, Benachrichtigungsglocke wieder anschalten. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Was ist denn wohl los? Ach so, das Ende vom Video. Ha! Ja, da oben, da gibt's ein Video von Mike, das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist, da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja, das war's jetzt. Tschüss!